Johann Singer von der ÖVP ist der erste Redner dazu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, die Besucherinnen und Besucher der Stadt Gleisdorf bzw. der Region im Namen meines Kollegen und Bürgermeisters Christoph Stark begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Nun zum Bericht des Rechnungshofes. Über Verlangen der SPÖ prüfte der Rechnungshof die Generalsekretariate der Bundesministerien zwischen Dezember 2017 und Juni 2019, sozusagen die Zeit der ÖVP-FPÖ-Koalition. Eine grundsätzliche Anmerkung vorweg aus der Geschichte heraus. Die Funktion des Generalsekretärs gab es im Außenministerium schon seit langem. Seit 1999 hatte auch eine Vorgesetztenfunktion. Öffentlich bekannt wurde er bei diversen Krisen als Krisenmanager und Koordinator, aber auch in der protokollarischen Rolle als hochrangiger Vertreter der Bundesministerin bzw. des Bundesministers. Ab April 2020 konnten auch in den übrigen Bundesministerien die Funktion eines Generalsekretärs mit koordinierenden Aufgaben eingerichtet werden. Vor dem Dezember 2017 gab es insgesamt 5 Ministerien mit einer Generalsekretärin bzw. einem Generalsekretär. Die damals neue Bundesregierung von ÖVP und FPÖ wertete die Funktion auf und startete sie mit der Vorgesetztenfunktion und dem Weisungsrecht gegenüber den Sektionsleitungen und nachgeordneten Dienststellen aus. In der Folge wurden damals in allen 12 Ministerien die Funktion des Generalsekretärs eingerichtet bzw. besetzt. Mit Ende der Regierungsperiode im Juni 2019 lief auch die Funktion der damals 12 Generalsekretärinnen und Generalsekretäre aus. Die am 3. Juni 2019 neu angelobte Bundesregierung mit der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein betraute mit Ausnahme der verpflichtenden Funktion eines Generalsekretärs im Außenministerium keine Generalsekretärinnen und Generalsekretäre. Von der mit 7. Jänner 2020 neu angelobten Bundesregierung der ÖVP, von ÖVP und Grünen, nutzten 12 von 13 ressortleitenden Bundesministerinnen und Bundesministern die Möglichkeit, Generalsekretariate einzurichten. Im Laufe dieser Legislaturperiode, also jetzt, ist die Anzahl auf 7 Generalsekretärinnen und Generalsekretäre reduziert worden. Sehr geehrte Damen und Herren, was waren nun die Empfehlungen des Rechnungshofes? Da laut Rechnungshof klare Aufgabenstellungen und Zielsetzungen fehlten, werden diese eingefordert. Daraus aufbauend sollen strategische Ziele und davon abgeleitet konkrete Einzelziele festgelegt werden. Es wird weiters angeregt, bei der Betreuung mit der Funktion als Generalsekretär qualitätssichernde Maßnahmen zu ergreifen, gemeint sind der Nachweis der persönlichen und fachlichen Eignung für diese Aufgabe. Und in der Geschäftsenteilung und Geschäftsordnung der Bundesministerien sollen die Aufgaben zwischen dem Generalsekretariat und dem Kabinett jeweils klar abgegrenzt werden. Und weiters wird angeregt, im Sinne einer sparsamen Verwaltung die Festlegung der Personalkapazitäten eines Generalsekretariats und eines Kabinetts entsprechend empfohlen. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, noch eine Klarstellung, weil die SPÖ im Rechnungshofausschuss die angeblich 51 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kabinett des Bundesministeriums für Landesverteidigung kritisierte. Tatsächlich sind im Kabinett von Bundesministerin Claudia Tanner 43 Mitarbeiter tätig. Dazu der Vergleich mit den Vorgängern: Bundesminister Kunasek 2019 52 Mitarbeiter, 2018 40 Mitarbeiter.
unter DOSCO-Ziel 2017 44 Mitarbeiter, 2016 39 Mitarbeiter und unter Darabosch 2013 35 Mitarbeiter und 2007 49 Mitarbeiter. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Zahlen zeigen, dass die Kritik an unserer Bundesministerin Tanner völlig unbegründet ist. Ich darf der SPÖ empfehlen, sich an Daten und Fakten zu orientieren. Herzlichen Dank. Nun ist die Verabgeordnete. Die Kritik sei unbegründet an der Verteidigungsministerin, sagt Johann Singer von der ÖVP.